Ja, hallo, hier ist der Gerd und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wie ich im letzten Video auch schon angekündigt habe, wenn auch nur durch Text, werde ich jetzt aufklären, warum genau mein PC nicht funktioniert hat. Es ist nämlich, um ehrlich zu sein, ziemlich peinlich. Es ist, es ist sehr peinlich. Also, ich glaube, zusammenfassend zu der ganzen Aktion kann ich sagen, es ist immer cool, sich selbst einen PC zusammenzubauen, aber nur, wenn man es kann. Aber nur, wenn man es fucking kann. Die Tatsache ist die, dass das Zusammenbauen an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht geklappt hat, sondern ganz im Gegenteil, ganz gut funktioniert hat. Alles haben wir gut eingebaut, hat zwar ein bisschen gedauert und shit und bla, aber es sollte am Ende alles richtig eingebaut sein. Das ist auch ehrlich gesagt eigentlich nicht so schwer. Weil es ist, wie mein Kumpel von mir sagte, großes Männer-Lego. Und mehr ist es wirklich nicht. Man steckt die Teile zusammen, hin und wieder geht ein bisschen was schief, weil die natürlich alle sehr passgenau gearbeitet sind, Ironie an. Und manchmal Dinge einfach nicht wollen. Zum Beispiel mein Lüfter hatte so komische Abstandsbolzen, die man in die Schrauben, über die Schrauben so drüber führen musste, damit die nicht halt, damit der Lüfter nicht direkt auf dem Mainboard sitzt, weil. nicht so klug ist, aber ja, und die zum Beispiel waren ein Graus auf das Mainboard, also auf diese Schrauben drauf zu kriegen, weil die waren zu eng gearbeitet. Und dieser Kerl dort oben in diesem scheiß Turm, was soll denn das? Ich hasse da. Ah. Naja, auf jeden Fall war das halt ein großer Graus, aber anders als solche Sachen, die man immer hin und wieder mal erleben wird, wenn man sich selbst einen PC zusammenbaut. Ist es an sich nicht so schwer. Das meiste ist im Internet eigentlich echt einfach zusammenzusuchen. Man muss ein bisschen auf die Bauart vom Mainboard und vom Tower achten. Gut, ich habe mir ein großes Gehäuse genommen, also ein Big Tower, weil ich da wirklich nicht drauf achten muss, ob irgendwas reinpasst, weil das die größte Gehäuseform ist, glaube ich zumindest. Zumindest große geläufige und dort eigentlich immer alles reinpasst. Hätte ich jetzt einen MIDI Tower gehabt, hätte glaube ich zum Beispiel mein CPU-Lüfter, den ich mir extra gekauft habe, wo jetzt auch immer der Kerl hier hin ist, hätte da höchstwahrscheinlich nicht reingepasst. Es sollte aber so kommen, dass ich ihn jetzt am Ende eh nicht installiert habe, sondern den mitgelieferten Lüfter von meinem CPU und nicht den, den ich mir extra gekauft habe. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Folgendes ist passiert. Mainboards haben oft überall irgendwelche Anschlüsse, die vor allem auch für veraltete Dinge sind, wie ein alter Audioanschluss oder was weiß ich, falls man halt auch ältere Hardware anschließen will oder so, keine Ahnung warum, eigentlich macht's vielleicht höchstwahrscheinlich macht's Sinn, weil sonst wäre es nicht da, aber ich habe mir jetzt nie irgendwie Gedanken gemacht, warum das da so ist. Auf jeden Fall kann man theoretisch, wenn man möchte, auch noch ältere Dinge an dem Mainboard anschließen. Und folgendes dachte ich, ist auch mit dem Stromanschluss so, denn in der Nähe vom CPU war auch nochmal, ich meine, wenn man vom Netzteil, muss man ja so ein fettes Stromkabel anschließen ans Mainboard, weil das Strom braucht. Und direkt neben dem CPU ist auch nochmal sowas, nur halb so groß. Ich in meiner übermäßigen Intelligenz dachte, und mein Kumpel hat einfach vergessen, dass das Ding da ist, jo, das ist sicherlich irgendwie irgendein veralteter Anschluss, bla, den man heute nicht mehr verwendet, keine Ahnung. Und hab's nicht angeschlossen. Immerhin ist der normale Stromstecker am Mainboard ja auch ziemlich fett. Er sieht fett aus, man denkt, ja, da wird schon genug Strom liefern für alles. Tatsache ist, dem ist nicht so. Sondern dieser kleine Stromanschluss ist für den CPU. Und hier war mal wieder Rucksackladung am Werk. Ein Grund, warum ich die Rucksackladung hasse. Ich hatte gerade eben noch volles Leben mit dem Titan, ja. Oder fast voll, ja. Oh, nimm mich an, ich habe eine Rucksackladung. Bumm, alles tot. Naja, was soll's. Auf jeden Fall festzuhalten sei, dieser andere Stromanschluss, den ich dachte, dass es irgendwas Veraltetes sei oder so, oder was ich einfach nicht gerafft habe, ist in Wahrheit der des CPUs. Und deswegen hatte mein CPU keinerlei Energie und deswegen hat das Mainboard gesagt, yo, mit deinem CPU stimmt was nicht. Und deswegen geleuchtet. Ist ja ganz klar, wenn der CPU nicht läuft, dann leuchtet das Mainboard. Immerhin stimmt ja dann auch wirklich was nicht. Die Tatsache ist nur die, es war überhaupt gar nichts kaputt. Weder mit dem Mainboard noch mit dem CPU, höchstwahrscheinlich zumindest. Gut, ich habe nie ausprobieren können, wie es gelaufen wäre. Aber ich gehe davon aus, dass nichts kaputt war.
sondern anstelle dessen hat einfach nur aufs Härteste, bin ich einfach nur aufs Härteste gescheitert, weil das schon relativ offensichtlich war und ich hätte einfach ein bisschen mehr in Foren suchen sollen. Das wäre einfach schlau gewesen. Weil es mir dann im Nachhinein, dass dann mein Mainboard, mein zweites ankam, ja, nachdem ich ja das eine eingesendet hatte, dachte ich dann, yo, jetzt baue ich das zusammen, dann ist alles cool, habe ich es zusammengebaut, dann hat die CPU-Leuchte noch immer geleuchtet. Und jetzt dachte ich mir, scheiße, was ist denn jetzt los? Das Mainboard ist es nicht, die CPU ist es nicht, außer die zweite CPU ist immer noch kaputt. Oder vielleicht habe ich beim Ausbauen die CPU kaputt gemacht. Vielleicht ist da irgendwie irgendwo Wärmeleitpaste hin, wo sie eigentlich hin sollte, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich eigentlich keine leitende Wärmeleitpaste habe. Es gibt ja verschiedene Wärmeleitpasten. Es gibt die, die so gesagt Strom leiten, und es gibt welche, die keinen Strom leiten. Hat den folgenden Vorteil, dass wenn irgendwas irgendwo daneben kleckert, ist nicht gleich alles im Arsch. Hat aber den Nachteil, dass die nicht so gute thermale Eigenschaften hat. Also die kühlt halt nicht so gut, wenn man so möchte. Also gut an sich kühlt die Wärmeleitpaste auch nicht, aber sie überträgt ja die Wärme, so gesagt, an den CPU-Lüfter, damit der dann das ganze Zeug besser kühlen kann und die Wärmeleitpaste, die leitet, die kann die Wärme schon mal besser übertragen. Naja. Wie auch immer, habe ich mir gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich voll verzweifelt in irgendwelchen Foren gesucht und bla und nichts gefunden und irgendetwas von einem 8-Pin-Power-Adapter gelabert. Ich habe doch alles angeschlossen, was ist denn da los? Hab dann nochmal versucht, den CPU-Lüfter abzumachen, wollte aber auch nicht funktionieren. Und weil der ja ziemlich fest dran war, dann hatte ich keine Lust mehr, wieder drauf gemacht. Ja. Sollte sich herausstellen, irgendwann ist mir aufgefallen, hey, da ist doch irgend so ein Anschluss. 8-Pin-Power-Adapter, da hat doch vorhin mal irgendwer was gesagt. Oh, Mist. Tja. Mittlerweile funktioniert aber alles und ich habe jetzt auch die Videos, die ich gemacht hatte, während mein PC noch nicht funktioniert hat, gerendert und hochgeladen. Das waren die letzten beiden, die ihr gesehen habt. Und das ist jetzt das erste, was ich hier neu aufgenommen habe am PC. Damit ist das Gameplay auch wieder zu Ende. Ciao und tschüss, sagt der Quert.